Hallo liebe Kids zu Hause, hallo liebe Eltern, mein Name ist Maike Becker-Kalfawi von der Kinderkunstwerkstatt im Palais Rastede. Ich habe heute eine weitere Kunstaktion für euch zum Ausprobieren für zu Hause. Unser heutiges Thema steht unter dem Motto Schachtelbilder innen und außen, das bin ich in Corona-Zeiten. Für diese Aktion braucht ihr eine einfache Schuhschachtel, Scheren, Kleber, Farben, Pinsel, Stifte, Zeitschriften oder auch persönliche Objekte oder Fundstücke aus der Natur, wie Steine oder Holzstücke. Eine Schachtel eignet sich hervorragend dazu, sich künstlerisch auszudrücken. Innen- und Außenraum bieten sich an, um seine Corona-Erfahrung darzustellen. Ich möchte euch jetzt ein paar kreative Impulse geben, wie ihr eure Corona-Erfahrung bildnerisch umsetzen könntet. Ich beginne einfach mal mit der Außenfläche der Schachtel. Ich mische mir einen Grauton in verschiedenen Stufen und trage einfach mal eine Nuance hier auf, mische ein bisschen mit Weiß noch an, so dass ich einen Verlauf bekomme, einen Verlauf in Grauabstufung bis ins ganz helle Grau. So. Auf diese Fläche wird später noch etwas geklebt. Sie muss aber etwas antrocknen vorher. Und so beschäftige ich mich jetzt erstmal mit dem Innenraum der Schachtel. Dafür habe ich eine schwarze Fläche ausgeschnitten, die ich in den Innenraum einpasse und einklebe. So. Okay. In diese Innenfläche zeichne ich mit einer Kreide Linien ein. Wie Stäbe wirken. Mache ein Kreuzmuster. Das wirkt wie ein Gitter. Okay. Ich gehe jetzt wieder zur Außenfläche und klebe auf diese Fläche ein paar Fragezeichen als Symbol. So. Okay. Und ich habe noch ein paar Verbotszeichen hier ausgeschnitten, wovon ich auch eines auf die Außenfläche klebe. So könnte eure Schachtel aussehen, wenn sie fertig ist. Der Innenraum ist fertig ausgestaltet und der komplette Außenraum mit der Unterfläche. Das war's auch schon. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und probiert es selber mal aus.